Jo Leute, willkommen zu diesem Video und ja, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr in Fortnite einen kostenlosen Skin bekommen könnt. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Bevor wir jetzt aber mit dem eigentlichen Thema des Videos anfangen, ich habe zurzeit noch ein V-Bucks Gewinnspiel auf meinem Kanal, wo ich 30.000 V-Bucks verlose und die Regeln, um das Ganze zu gewinnen, sind auch sehr einfach. Und zwar müsst ihr jetzt erstmal dieses Video hier liken, dann den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr den Kanal noch an mindestens 15 Leute teilen. Wenn ihr jetzt aber eure Gewinnchancen erhöhen wollt, dann teilt den Kanal einfach an 20 bis 50 oder mehr Leute. Und dann müsst ihr noch in die Kommentare schreiben, warum ihr die V-Bucks gewinnen wollt und was ihr damit machen wollt. Und das ganze Gewinnspiel wird bei 15.000 Abonnenten aufgelöst. Das heißt, es ist wirklich sehr wichtig, dass ihr diesen Kanal so oft wie möglich teilt. Und Leute, ich habe noch mit euch eine Wette am Start. Und zwar, wenn wir bis Sonntag die 15.000 Abonnenten schaffen sollten, werde ich noch 10.000 V-Bucks drauflegen. Das heißt, dann werde ich 40.000 V-Bucks an euch verlosen. Ja, und deswegen, Leute, teilt diesen Kanal wirklich mit jedem, den ihr kennt, jedem, den ihr spielt und so weiter, Leute. Damit wir wirklich bald die 15.000 und mehr Abonnenten schaffen. Fangen wir jetzt aber mal an mit dem eigentlichen Thema des Videos. Und zwar soll es in diesem Video ja darum gehen, wie ihr in Fortnite einen Skin kostenlos bekommen könnt. Das ist auch richtig einfach. Und zwar müsst ihr jetzt erstmal dafür wissen, dass er vor kurzem das Twitch Prime Set rausgekommen ist und damit haben wir einen neuen Skin, einen neuen Emote, einen neuen Rucksack und auch eine neue Spitzhacke mit ins Spiel bekommen und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr all diese Sachen kostenlos bekommen könnt. Und das Ganze geht auch richtig einfach und es dauert auch eigentlich gar nicht so lange, es kommt immer darauf an, wie lange ihr dafür braucht. Aber ich habe dafür vielleicht 5 Minuten gebraucht. Dann ging das Ganze auch ganz klar. Und zwar, Leute, müsst ihr jetzt natürlich erstmal einen Amazon-Account haben. Falls ihr jetzt keinen Amazon-Account habt, dann erstellt euch einfach schnell einen Amazon-Account. Und dann, Leute, wenn ihr jetzt euren Amazon-Account erstellt habt, müsst ihr ganz einfach euch Amazon Prime holen. Die Sache ist halt, es gibt davon eine kostenlose Variante und dafür braucht ihr halt eine Bankverbindung. Das heißt, ihr braucht dafür ein Bankkonto. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten von euch vielleicht noch kein Bankkonto haben. Und für die Leute, die ein Bankkonto haben, können natürlich die Bankverbindung angeben und damit 30 Tage kostenlos Amazon Prime haben und damit auch ganz gechillt sich diese Skins und das ganze andere Zeug holen. An all die anderen, die jetzt keine Bankkarte haben und deren Eltern das vielleicht nicht erlauben, wenn ihr euch eure Eltern jetzt fragt und die natürlich sagen, ja, dann müsst ihr das Ganze jetzt nicht machen. Aber wenn jetzt eure Eltern sagen, nein oder irgendwas anderes oder ihr wollt sie nicht fragen, dann macht einfach so, wie ich es jetzt sage. Und zwar, Leute, es gibt jetzt im Internet auch sehr viele Seiten, wo ihr kostenlos Bankdaten bekommt, ja. Ihr müsst einfach mal im Internet eingeben und dann kommt ihr auf Seiten. Natürlich passt auf, dass diese Seiten auch legitim sind. Das heißt, Leute, macht euer VM-Programm an und checkt die Seite erstmal durch. Aber wenn jetzt die Seite sauber ist, dann, Leute, geht ihr einfach auf Generieren. Und diese Webseite generiert euch, sage ich mal, eine IBAN und so weiter, all das Zeug, was ihr halt braucht, um das Ganze anzugeben. Und das Ganze macht ihr dann als Zahlmethode, weil ihr braucht natürlich für Amazon Prime eine Zahlmethode. Und deswegen, Leute, müsst ihr das Ganze machen. Wenn ihr jetzt also diese falsche Bankadresse habt, dann gebt ihr das Ganze als Zahlungsmethode ein. Und dann, Leute, habt ihr 30 Tage kostenlos Amazon Prime. Damit könnt ihr euch dann ganz einfach, dann geht ihr einfach auf Twitch Prime und holt euch einfach euren Loot ab. Das heißt, es sind dann die ganzen Sachen da, die es halt für Twitch Prime gibt, für Fortnite. Und dann könnt ihr euch das Ganze ganz einfach holen, Leute. Und das ist wirklich mega easy. Und ihr müsst natürlich daran denken, Leute, dass wenn ihr die ganzen Sachen habt, dass sie das Ganze dann kündigt. Das heißt, ihr wollt dann natürlich nicht weiter zahlen. Das heißt, Leute, ihr müsst euren Account wieder löschen. Also, ihr müsst nicht euren Account löschen, sondern ihr müsst einfach das Abo kündigen, weil ihr habt ja eine Testversion abgeschlossen und das Ganze müsst ihr einfach nur kündigen. Und dann, Leute,
ja, habt ihr es auch eigentlich geschafft? Ihr habt euren Loot, ihr habt Twitch Prime wieder gekündigt und alles ist gut, Leute. Und dann habt ihr die ganzen Sachen kostenlos. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch ein Like da, abonniert diesen Kanal ganz kostenlos und teilt es mit allen euren Freunden. Jetzt schreibt mir auch gerne noch in die Kommentare, was ihr in Zukunft auf diesem Kanal sehen wollt, was euch an diesem Kanal gefällt und was auch vielleicht nicht. Und mal schauen, Leute, vielleicht werde ich in den nächsten Videos einfach mal ein bisschen auf die Kritik und so eingehen. Aber Leute, ich betone, bitte konstruktive Kritik und nicht einfach, du Bastard, du Pisser oder sowas, Leute. Schreibt einfach in Kritik, also konstruktive Kritik in die Kommentare, und wenn die normal ist und ich sage ja, damit kann ich, also ich kann mit Kritik natürlich umgehen, dann werde ich es wahrscheinlich einfach mal ansprechen und euch mal meine Meinung dazu sagen. Aber jetzt würde ich sagen, ich bin jetzt erstmal raus. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein, habt noch einen schönen Morgen. Okay, haut rein und ich bin raus. Ciao, Leute.